Trauer im Herzen der Landeshauptstadt. Anlässlich des Gedenkens an die Verbrechen der Reichspogromnacht von vor 80 Jahren kamen zahlreiche jüdische und nichtjüdische Bürgerinnen und Bürger zur Gedenkfeier in die Stuttgarter Synagoge. Es war in der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938, als in ganz Deutschland, Österreich und der Tschechoslowakei hunderte Menschen ermordet, mehr als 30.000 in Konzentrationslager verschleppt und Synagogen und Geschäfte in Brand gesetzt wurden. Der Auftakt zum systematischen Völkermord an den Juden, auch hier im Stuttgarter Hospitalviertel, wo auf Geheiß des damaligen Chefs der Stuttgarter Feuerwehr die Synagoge um 3 Uhr früh mit Benzin angesteckt und letztlich sogar gesprengt wurde. Die Synagoge brannte. Ich habe heute auch das erste Mal gehört, dass sie nicht einfach so brannte, sondern es musste nachgeholfen werden, weil sie nicht brennen wollte. Aber dann sind doch die Torarollen verbrannt und alles, was uns oder meinen Vorgängern lieb und wert war. Von den damals 151 baden-württembergischen Synagogen wurden 77 demoliert und geplündert, 60 vollkommen niedergebrannt. Beim Blick zurück gilt es laut Stuttgarts Oberbürgermeister Fritz Kuhn aber dennoch festzuhalten. Bei aller Trauer und Stille, die dieses Gedenken heute verlangt, kann man kleines Element von Freude zulassen. Sie haben das ausgeführt. Es ist diesen Barbaren nicht gelungen, das jüdische Leben in Deutschland auszulöschen und zu vernichten. So wurde beispielsweise in Stuttgart die Synagoge in den Jahren 1951-52 an alter Stelle wieder aufgebaut. 1700 Menschen jüdischen Glaubens sind heute längst wieder Teil der multikulturellen Stadtgemeinschaft. Doch auch wenn die Zeit viele Wunden heilt, die Erinnerung muss bewahrt bleiben. Komplett bei Null wieder anzufangen oder gar zu vergessen, ist keine Option. Es wäre vollkommen verkehrt, wenn man bei Null anfangen würde. Aus der Geschichte ist doch das, dass man lernen muss, nicht dieselben Fehler zu begehen. Es wurde ja mal gesagt, was geschehen ist, kann wieder geschehen. Und wenn wir nicht mit einem aktiven Erinnern dagegen ankämpfen, dann wird auch das wieder passieren. Eine Warnung, die es vor allem von den nachkommenden Generationen zu beherzigen gilt. Schließlich weisen aufkeimender Antisemitismus und zunehmende Fremdenfeindlichkeit beängstigende historische Parallelen auf. Entsprechend besorgt zeigte sich auch der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobel. Wehret den Anfängen, so die Maxime, die es zu bewahren gelte. Den Versammelten und weiteren Rednern sprach er damit aus den Herzen.